Willkommen zurück zum Ladenhüter hier bei Planet Coaster. Die Lizenzgebühr und so weiter und so weiter. Den Text kennen wir. Was eine schöne Kameraposition hier. Ich finde ihn gut. Jetzt hier noch schön, dass hier die Karre vorbeifährt und dann ist alles gut. Dann haben wir, hätte man ein schönes Bild. Weil die fährt gleich vorbei. Haha, Moment, Moment, Moment. Das muss noch kurz mit drin sein. Warte mal. Das wird total schön. Ja, ich mag die Bahn. Wobei die gerade hier... Sie fährt schon ziemlich schnell. Am Anfangsbereich hier, muss man ja sagen. Da wird es ein bisschen gemütlicher. Hey! Es sieht schon brutal aus. Aber es ist... Ich würde sofort mitfahren. Ich finde die gut. Ich kann mich damit... identifizieren ist das falsche Wort. Ich würde damit fahren. Sagen wir das mal so. So, gut. Anderes Fahrgeschäft haben wir bereits hier. Das ist ganz okay. Das Häuschen hier ist auch gut. Da stehen sie immerhin an und wollen was haben. Das ist schon mal sehr gut. Das ist nämlich ein gutes Zeichen, dass wir nämlich ordentlich Umsatz machen werden. Wir haben zumindest Profit. Achso, erbrochenes, ja, ist okay. Profit an der Stelle, dass wir hier in den Finanzen 2800 an Läden und Servicegebäuden Profit gemacht haben. Das ist halt gut. Man hatte gemerkt, wie erstaunlich oder wie extrem abhängig das vom ganzen Dreck in dem ganzen Laden war hier. Dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, irgendwas zu kaufen, wenn hier alles vollgemüllt ist. Das fand ich interessant in der Form. So. Hier ist die Frage, wie man da sinnvoll möglichst hier hinten noch hinkommen würde. Müsste man irgendwie einen dicken Weg irgendwie hier vorbeikriegen können. Hier unten drunter wird es schwierig. Dahin, das wird schwierig. Man könnte den Weg drüber bauen eigentlich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann man den Weg drüber bauen. Aha. Ist halt die Frage, wie man den von der Mitte aus sinnvoll wegbewegen könnte. Da müsste ich wahrscheinlich das Gebäude ein bisschen modifizieren, oder? Da ist auch noch ein Platz hier. Da haue ich auch noch mal was rein. 1000 Gäste haben wir noch nicht. Ich könnte mal ein bisschen marketingtechnisch gucken hier. Da geht was. Alles klar. Forschung geht auch. Achterbahn. Alles dreht sich um die Airtime. Ja, wird wahrscheinlich nur hier eine Wooden Coaster sein. Alternativer Abschluss. Freiheit des Fliegens. Irgendwann weiß man halt in dem Sinne, was das für Sachen sein werden. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Schienenfahrgeschäft ist erstmal okay. Wenn das eine Monorail wird, dann wird das super hier. Dann kann ich die wirklich einmal schön hier durch die Gegend klatschen. Weil die sieht ziemlich futuristisch aus und würde ich gerne machen. Dass man, gut, ich weiß noch nicht von wo aus. Dass man irgendwo eine Station hat und dann kann man einmal hier so eine komplette Runde fahren. Durch den ganzen Laden. Das fände ich ganz cool. Das fände ich gut. Und wow, ist das voll. Ui. Die Warteschlange ist voll. Ja, aber die warten jetzt zumindest zweimal hier. Also das ist ja, die warten ja zwei Fuhren ab hier quasi. Das ist ja eine ganze Weile. Aber die kriegen das schon voll, ne? Das Ding von der Wartezeit her. Hoffe ich mal. Die kriegen das echt nicht komplett voll. Das ist... Ist damit hier... Was? Kein Gäste im Monat erhöhen? Längste Zeit, die an jedes Fahrgeschäft warten muss, um eine mindestens Besetzung zu erreichen. Die längste Zeit, genau. Muss verstrichen sein, genau. Machen wir hier mal wieder 40, nein, eine 30, machen wir eine 40 ran. Machen wir hier eine 80 ran. Es war doch, hätte ich ja nicht gedacht, dass das tatsächlich so einen Unterschied macht, beziehungsweise dass es so ein Problem wird an der Stelle. Ist die Bahn denn wenigstens voll? Das sieht man gar so schlecht. Und zack. Das ist ganz bizarr, wenn das hier so stehen bleibt. Das ist auch nicht voll hier. So kann man sich schöne Screenshots hier rausbauen. Vor allem, die gucken auch alle äußerst freundlich. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend, das ist doch gut. Oh, wusch. Das war sehr komisch. Okay, dann muss ich die Zeiten hier auch noch verändern. Das ist uncool. Schade, dass sie jetzt noch nicht einsteigen. Oder tun sie das? Genügend Leute sind ja da. Das ist halt ganz komisch hier. Machen wir da mehr draus. Machen wir da auch mehr draus. Jetzt sind sie aber... Warte mal, hä? Warte mal. Warum gehen die da... Ja, was haben die da gerade gemacht? Hier ist jetzt noch immer nicht voll besetzt. Die haben auch hier nicht gewartet vorher. Das ist ganz komisch gerade mal. Muss ich gerade mal kurz beobachten.
Steigen die da gleich schon mal ein? Eigentlich müssten die einsteigen und schon mal oben warten, theoretisch. Und eigentlich müssten müsste die richtige Menge sein. Ich finde das schön, dass es hier genauso passend zusammengehört. Das ist jetzt alles gut, genau. Das ist so, wie das soll. Die warten da quasi schon mal vor. Da kann die Reihe dann auch schon mal nachrutschen. Also das, so muss es sein. Aber das davor, keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich dadurch, dass ich das umgestellt habe. Die Fahrt ist schon recht flott. Aber gut. Vor allem, wie knapp die dann hier drüber langfliegen. Das ist super. Ich finde es ja gut. Naja. Ich freue mich zu sehr über solche Bahnen hier. Vor allem über die Hängebahnen. Ich habe schon ungefähr 300 Mal erwähnt, aber ich mag die. So. Fahrgeschäfte. Ich hätte gerne noch weitere. Vor allem, weil wir haben ein bisschen Profit, aber noch nicht so ganz viel. Ich hätte in dem Sinne gerne mehr Leute drin hier. Das geht ja nicht zwischen, ne? Ne, schade. schade. Müssen wir mal gucken, dass ich hier oben hinkomme. Wobei, da ist schon ein Action-Fahrgeschäft. Machen wir noch, hier noch das weitere. Bin mir im Moment nicht gerade sicher, warum das manchmal hier ausgegraut wird und manchmal nicht. Da kann man eine Wand meinetwegen zwischenbauen. Hier so. Oder eine Bahn dran vorbei oder sowas. Wobei, das könnte sehr schwierig werden. Ich kann mal versuchen, das Ding noch ein bisschen zu drehen hier. Dass man hier im Zweifelsfall außenrum noch bauen kann, warum auch immer man das sollte. Wobei es auch immer ganz cool ist, wenn man über die Gehwege schwingt mit dem Teil. Aber gut, können wir später noch drehen im Zweifelsfall. Ich werde das mal ein bisschen schräg machen, das sieht dann halt cooler aus. Weil da schwingt es in den Außenbereich rein, deswegen will er das nicht. Machen wir das so. Kann man, gut, mache ich die Warteschlange auch hier hin. Das heißt, hier machen wir keine Bude hin mit irgendwas Sinnvollem. Und genau, ich wollte eigentlich... Ich überlege gerade, wo ich quasi diese doppelte... Also ich weiß nicht noch nicht, ob ich da quasi so eine doppelte Ebene machen möchte. Eigentlich hätte ich das hier gut gefunden. Rein vom Platz, aber jetzt verbaue ich mir das gerade. Wobei, ne, dann machen wir das so, dann versuche ich hier mal irgendwie den Weg dann vorbeizuführen. Irgendwie hier drauf, runter oder rüber. Kann auch drunter durchbauen, das geht auch, klar. Das sind solche Wege, ne? Genau. Nein. Die Frage ist, wie komme ich da halt hier dran vorbei? Das Gebäude ist zwar schön. Einigermaßen. Aber es steht im Weg. Das steht gerade mal sehr massiv im Weg. Zu einem gewissen Teil, weil ich hätte gerne, dass man da irgendwie nach oben hinkommt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat hier. Aber das ist noch nicht so ideal. Oder man kriegt es am Anfang irgendwie hin hier. Wobei das dann sehr komisch auseinanderziehen würde. Ich würde gerne hier eigentlich durchbauen. Das heißt, ich muss das mal ein bisschen bearbeiten hier. Es tut mir ein bisschen leid. Für die Landschaft zumindest. Kann ich das überhaupt bearbeiten? Doch, geht. So. Man hätte sogar was davon stehen lassen können. Hätte auch funktioniert, aber... Naja. Das schwebt ein bisschen sehr seltsam hier. Ist das überhaupt noch da? Ich kann das nicht markieren. Das ist... Oh, ist auch egal, das sieht auch okay aus. So, das ist fertig. Alles mal ein bisschen geschmälert hier. Ja, und hier vorne... Ich würde gerne hier durchbauen. Die Warteschlange könnte man so ganz leicht modifizieren. Wobei das, glaube ich, gerade mal nicht geht, oder? Wenn ich die Warteschlange hier schon reinführe... Warte mal, das ist auch ein Gebäude. Raumschiff-Rumpf. Aha. Ist auch spannend. Das kann ich... Achso, das ist ein komplettes Teil hier. Okay, das wird interessant. Passt das? Ja. Ich mache gerade alles kaputt, ne? Sollte euch mal bewusst sein hier. Das kann ich nicht alles markieren hier. Schade. Dann move mir das mal. Ja, ist total schön. Genauso soll das, genauso ist das geplant. Wobei, das geht sogar. Ist ein bisschen schief, Mist. So, genau so muss das. Kann da immer noch eine Bude rein. Wege. Ach nee, warte mal. Halt. Das ist schon ein böses Gerät hier. Ich finde, das ist böse. 60, 110. Ja, ich muss mal gucken. An sich ist das eine... Also...
An sich ist das gut. Eingang verschieben. Da können eh nicht so viele Leute gleichzeitig. Da brauche ich den Eingang gar nicht mal so extrem weit irgendwo hin machen an der Stelle. Das reicht in dem Sinne, wenn ich hier vorne ist. Natürlich. Hier, Eingang, Warteschlange. Nee, warte mal, hier. Halt. Eingang mit Weg verbinden. Genau das. Ja. Das geht dann hoffentlich auch wieder so weit ein, dass sie damit fahren wollen. Das wäre ganz praktisch. Ich muss das noch weiter verschieben hier. Das ist schon ein komisches Gerät hier. Ja, das passt. Das passt so super. Ich würde gerne, dass man das hier... Achso, genau. Ich kann einfach per X hier das machen. Aha. Das reicht dann ja schon. Hätte ich mal vorher auch schon machen sollen. So. Zum einen kann man das dann feiner einstellen. Zum anderen ist die Rotation dann die gleiche. Ja, das passt schon. Das ist okay. Den Kollegen würde ich an sich auch gerne nochmal verschieben. Oder das hier. Das alles hier. Kann man sogar. Ist schön. X'en. Ja, dann kann sich ein bisschen mit umdrehen hier. Wo der dann genau hantiert und werkelt, ist, glaube ich, ziemlich egal. Kommt das Kabel halt aus dem Boden. So. Hier ist da schon der Ausgang. Der ist sogar dreidimensional Kotze. Wow. Uiuiui. Keine Ahnung, was der gegessen hat vorher. So, haben wir das hier freigemacht. Das ist doch schon mal schön. Rustikaler Weg. Ja, ich hätte gerne eine 6 Meter mindestens. Eigentlich gerne 7, weil ich glaube, dass das in die Richtung schon recht, also, dass da recht viel intensiver Verkehr stattfinden wird. Nein, ich meine jetzt keine Erwachsenen-Webseiten, sondern, ne, hier, so, Straßenverkehr, Fußgänger, Besucher. Das ist doch schon mal schön. Das gefällt mir tatsächlich gerade mal ziemlich gut. Das passt hier erstaunlich gut, bis auf die Unebenheit, aber das ist okay. Die Mülltonne kann auch nochmal hier verschoben werden. Da kann man sogar den Weg noch, hier einfach so vollbauen dann gleich. Dass man da so eine Art Parkfläche hat, also, das ist ja auch ein Park, ne, aber halt eine Art Fläche, dass man da, anstehen kann. Ein kleiner Platz. So, das wollte ich sagen. Tiki Schiki, habe ich das schon? Das ist eine gute Frage. Lädenattraktion, der hat, achso, der ist noch am Testen, genau. Alle Futterbuden hier. Der Episode hat nicht aufgehabt. Warum denn das nicht hier? Denen geht's gut, ja. Die können meinetwegen ein bisschen flotter werden hier. Im Moment haben wir das Geld noch, oder? Bilanz minus 700, das ist eher schlecht. Hier hoch, ich hab... Warte mal, hä? Bis 8. Juli keine Fortbildung. Achso, weil frisch eingestellt, oder weswegen? Ich glaube... Und das sind die Verkäufer. Genau, der war frisch eingestellt. Das geht auch nicht hier. Warum geht das nicht bis 8? Das ist auch der 9. Ah, ist Juli hier. Genau, genau, genau. Niedrig. Pff, der hat alle Zeit der Welt hier. Dann noch so ein Putzteufel ran hier. Da kann auch noch ein Mülleimer hin. Aber immer noch zu wenig von. Ein paar Bänke hier und da wären auch noch schön. Ja, und hier stehen sie wieder an. Das Ding ist teuer wie sonst was, aber die stehen an. Einfach, weil es geht wahrscheinlich. Einfach weil man da gut herumstehen kann. Ich glaube, so ein Geländer hier wäre es schön. Ne? Sonst rennen die Leute wirklich versehentlich hier rein, in die Bahn. Da könnte man auch sehr schwungvollen Tritt kriegen. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das bisher so, so gesund ist, sag ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geschäfte beide hier so nebeneinander, ob das wirklich so schön ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hau das mal hier oben hin. In die Richtung haben wir uns ja auch gerade vorgearbeitet. In dem Sinne. So. Eingang platzieren. Kann ruhig an der Seite sein, ne? Dass man hier hinten, dass man hier die Warteschlange so lang legt. Dass man hier zwischen noch ein Häuschen bauen kann vielleicht. Das wäre auch mal was, ne? Wäre auch mal was anderes. Ne, orange wäre zu viel des Guten. Oder wie habe ich das hier vorne? Ne, das ist orange. Ja, lass das so trendy, wie es denn sein soll. Sag ich mal, das ist gut. Machen wir da meinetwegen so einen dezenten Bogen draus hier.
Von der Länge her passt das. Wunderbar. Die kommen hier nochmal ein bisschen in Kontakt mit den Leuten. Schon mal gut. Sieht so gerade aus, wenn man das nach dem Raster baut. Das ist schön. Prestige ist hier oben natürlich noch ziemlich am Murks, aber vom Prinzip her geht das schon mal. Das heißt, ich darf das hier ein bisschen weiter bauen. Ich muss mal gucken, wie ich das denn hier fortsetze. Irgendwas in dem Stil. So, ein bisschen schmaler machen. So, das ist gut. So, Prestige ist ja jetzt halt wirklich hier quasi nichts. Aber es passt schon. Das kriegen wir noch hin auf jeden Fall. 3% hier Eingangsbereich Krams. Also Bäume und sowas, genau solche Sachen kann ich halt nicht machen hier. Das sähe doch dann sehr bekloppt aus. Irgendwelche Frachtgeschichten hier und sowas. Klar, das geht immer gefühlt. Kann man auch hier hin machen. Hier fehlt halt, oder kann man wieder halt ein Gebäude bauen, ne? Dass man da wieder irgendwas Schönes macht. Man kann sogar hier so eine Art Turm bauen. Wobei, das wird schwierig werden. Oder eine Art Übergang. Ich würde hier so einen Übergang bauen, glaube ich, über die Straße, wenn es denn geht. Dass man da so ein Gebäude macht. Oder das macht man hier so. Hier vorne in dem gesamten Bereich macht man dann so ein Gebäude, was da drüber schwebt vielleicht. Dass da so ein paar weitere Sachen sind, die, die, naja, die halt da sind. Wo man dann halt Sachen kaufen und verkaufen, also verkaufen nicht, aber kaufen kann und sowas. Das wäre in Ordnung. Sieht das so übertrieben aus? Ist das jetzt zu übertrieben, wenn hier so ein Klumpen drin steht? Das sieht alles wirklich sehr eng aus. Jetzt sieht es halt so leer aus. Aber an sich wäre da irgendwas Kleineres drin schön. Szenerie, Gebäude sind noch keine weiteren hier, oder sie sind auch keine weiteren. Aber irgendwas muss da rein, irgendwas muss in die Mitte. Wir können auch ein Schiff reinhauen. Das wäre es jetzt, wenn man hier unten dann noch irgendwo ein Schiff macht. Ich meine, theoretisch geht das, ne? Da. Würde nicht mal ernsthaft auffallen. Es wäre ein bisschen irritierend vielleicht. Aber es würde nicht ernsthaft auffallen. Oder hier so ein Walker, der hier drüber ladet. Das wäre auch super. Oder gibt es das nicht als kompletten Bauplan? Da. Das ist doch, ui, das ist super. Warte mal. Der muss, der kann hier hin. Das ist super. An sich ist das, glaube ich, hier gar nicht so verkehrt. Der ist schon leicht bescheuert. Oder halt hier drinnen, ne? Dass er hier vorne steht. Ich mach den einfach mal hier hin. Man ist ja gut, man ist ein bisschen sehr dicht dran. Das wirkt nicht von hier aus. Okay, kann man das nicht als ein komplettes Ding hier, okay, das sind die Einzelteile, verdammt. Mist, ich hätte das gerne, dass man das als komplettes Gerät dann verschieben könnte. Szenerie. Good hell. Und man dreht ihn andersrum, dass man hier quasi außen rum fährt. Ist ja auch nicht komplett verkehrt. Wahrscheinlich wird genau niemand drauf achten bei der Bahn. Aber es geht. Oder man baut hier dann halt so einen Turm rein. Also irgendein höheres Gebäude möchte ich hier dann nochmal haben. Weil das halt knapp wird mit dem anderen Teil. Da müsste man das halt ein bisschen drehen. Aber meine Güte, stehen die an hier. Sieht aus, als bewegt sich die Warteschlange bei Hammerswing schnell. Ja. Preiswert. Na, was heißt preiswert bei denen? $6,50. Machen wir 8 raus. Die wollen das ja anscheinend so. Das ist der Fehler, den die machen. Die sagen mir, oh, das sieht sehr billig aus. Das ist aber, ist mir fast zu billig. Ich kann das auch teurer machen, klar. Das geht auch. Da bin ich flexibel. Da dürfen die ja gar nicht mal so viel jammern. Hier, Parkverwaltung ist halt sehr teuer gerade mal. Fahrgeschäfte. Das hätte ich auch noch gerne irgendwo. Schienenfahrgeschäfte hier. Ja, hier, weiß ich nicht, so eine Wasserbahn kann man hier hinmachen, klar. Achterbahn habe ich gerade mal ein paar zur Auswahl. Das wäre natürlich auch sehr spacig, ne? Der Black Falcon hier. Wing Coaster. Monster, ich will keine Holzachterbahn haben hier. Aber ich müsste halt schauen, wo ich denn den Black Falcon lang baue, weil das Ding noch ziemlich groß ist. Ah, ich kann hier gar nicht mal so viel dran vorbei. Ich kann hier nicht außerhalb. Schade. Ich hätte gerne hier so eine Schwung von der Achterbahn durchgelegt.
Jetzt muss ich halt wirklich hier einmal kurz rein ditchen, hier drunter durchrauschen. Dann an der anderen Seite wieder raus. Oder? Bin ich hier wesentlich drin? Nein. Hm. Oder man verändert die Landschaft halt noch, dass man hier noch irgendwie einen Wasserbereich macht. Irgend so ein Wasserloch. Kann ich echt machen, hier in so ein großes Loch rein. Dass man dann hier reinfährt, da unten irgendwie einmal so eine Kreise und dann noch nach oben noch. Das wäre gar nicht so verkehrt eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke. Machen wir uns ein Loch hier irgendwo rein. Dass man wobei baue ich das hier hoch? Na, wenn ich dann ein Loch mache, baue ich das da nicht hoch. Wir können es hier nochmal irgendwie gucken, ob man von hier vorne das irgendwie ein bisschen rausziehen und hochziehen kann. Ich habe irgendeine grobe Vorstellung, wie das werden soll, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ob das so das wird, was ich glaube. Ob das so ergebnisorientiert dann sein wird und ausfallen wird und vor allem aussehen wird. Das Wasser komme ich da nicht automatisch hin, ne? Ich kann natürlich von hier aus theoretisch einfach durchbauen. Oh, da bin ich da. Ach, super. Das hat tatsächlich funktioniert. Schön. Schon ist hier Wasser drin. Auf dem gleichen Spiegel hier. Meeresspiegel. Das ist super. Das ist ganz gut, weil dann kann ich hier wirklich schön durchbauen dann. Das ist auiuiui. Da wird mir gerade ein bisschen warm ums Herz. So gut funktioniert das hier. Ich bin tatsächlich gerade mal erfreut. Das wird nur... Gut, ich muss gucken, wie ich das da ranbaue. Das wird dann halt ziemlich tief werden hier, ne? Da doch, hier kriege ich eine... Da kriege ich eine Bahn durch, klar. Da kriege ich auch sowas von eine Bahn durch. So ein bisschen hier kaputt machen, beziehungsweise... nein. Bisschen weiter formen. Ah, ist doch gut hier. Warte mal, das ist mir... Das sind sehr viele des Guten. Ist halt auf 100% gerade eingestellt. Es ist klar, dass es ein bisschen härter ist. Ja. Na, siehste. Das sieht doch fast so aus, als wäre das so gewollt. Das ist doch gut hier. Als wäre das schon immer so gewesen hier vorne. Ja, doch, gefällt mir. So, ich würde aber sagen, ich mache für diese Folge dann auch mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Planet Coaster und ich weiß noch nicht genau, was es dann nächstes Mal werden wird hier. An was ich genau arbeiten möchte. Weitere Achterbahn wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht noch ein Gebäude bauen. Hier vorne dann irgendwie Deko mit reinklatschen vielleicht. Oder ich muss gucken, ob ich hier vielleicht dann mit der Achterbahn, mit der anderen dann noch durchbauen werde. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Wir werden es sehen. Schönen Dank fürs Zuschauen hier und bis zum nächsten Mal. Adieu.